So Leute, ihr habt es nicht anders gewollt. Der eine will Musik, der andere will und so weiter. Nein, wir sind mal wieder ein bisschen ernst. Ich habe ja gesagt, ich zähle das aus. Also, ich brauchte nicht viel zu zählen. Es war nicht eine einzige Stimme, die tatsächlich gesagt hat, hey, cool, die DA20, ein Ultraleicht würde mich jetzt interessieren. Nicht eine Person. Und so gesehen muss ich mich natürlich dann der Mehrheit beugen. Ganz tief verbeuge ich mich für euch. Und ihr seht, ich mal extra langsam, dass ich jetzt hier runter scrolle. Und da ist sie. Die wunderschöne C337H Skymaster 2. Und ich habe schon einen ganzen Zettel voll mit Informations für euch. So, dann gucken wir nochmal, ob das wirklich das richtige Flugzeug ist. Also da vorne ist ein Motor. Und ich habe doch euch gestern diese Seite hier gezeigt, ne? So von der Diamond Aircraft DA20. Und ihr könnt mal sehen, ne? Hier so, die haben sich tatsächlich überlegt, wir machen mehr als nur ein einziges Bild mit verschiedenen Kennungen drauf. Und ja, haben sie gemacht, ne? Ja, wir haben hier echt schöne Ansichten von der C337 oder 337H. Ich freue mich auch schon auf das Video. Und wie gesagt, ich bin schon voll dabei, alles vorzubereiten. Und der Gestalt gehen wir jetzt hier auf Kaufen und Herunterladen, weil der ganze Spaß, wisst ihr, das dauert immer ein kleines bisschen. Also machen wir das jetzt. Taki kaki. Und dann sage ich ja, kannst du autorisieren. Ich habe da schon mal ein bisschen Geld draufgepackt. Und ja. Jetzt ist es meine. Der Download wurde gestartet. Und das war's dann schon wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Mit Sicherheit werde ich das jetzt irgendwo einbauen. Also, wir sehen uns am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Das wird sich zeigen. Bis dahin. Ade. Ja, das war heute Morgen. Einige Stunden später sitze ich wieder hier an meinem Rechner. Und ich habe natürlich, damit ihr das wunderschöne Modell auch sehen könnt, die Skymaster endlich heruntergeladen. Und hier kann man sie jetzt in Rot und Weiß bewundern mit kleinen Applikationen noch, also andersfarbigen Streifen. Die Lackierungen sind sehr hübsch, aber ich werde euch dann später, mit Sicherheit nicht mehr heute, wahrscheinlich morgen oder am Mittwoch, dann nochmal mit einer völlig anderen Bemalung, Livery, wie immer ihr das gerne haben möchtet, überraschen. Ja, tatsächlich hat nicht ein einziger von euch für das Ultraleicht gestimmt. Was mich ganz ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Ich hätte ja tatsächlich gedacht, okay, irgendjemand wird sich auch für dieses Flugzeug interessieren. Mich hätte nämlich dieser direkte Vergleich interessiert von einem Flugzeug, das ja schon vorhanden ist, zu einem Mod-Flugzeug, das man sich für verhältnismäßig viel Geld nochmal nachkaufen kann. Mit Sicherheit mit mehr Funktionen und Spielerchen hier, Spielerchen da. Ich kann euch versprechen, dass die Cessna 337H ein paar Spielerchen hat, aber es gibt auch Dinge, die nicht funktionieren, die nicht gehen. Das ist so. Es gibt sehr, sehr vieles über dieses Flugzeug zu erzählen. Angefangen davon, dass die einen das für eine absolute Enttäuschung oder für einen Plop halten. Heißt es Plop? Egal. Und die anderen für einen Top und Super. Gibt es da tatsächlich so zwei, drei Fraktionen um dieses Flugzeug herum. Die dritte Fraktion ist dann die Ist-mir-doch-egal-Fraktion. Aber wie gesagt, die einen halten es für ein Wunderwerk und die anderen für eine Fehlkonstruktion. Wie dem auch sei, es gibt dafür von einiges zu berichten. Es gibt auch einige Modelle davon. Wir haben hier ja die Skymaster 2
oder die 337H. Und ja, wer das ABC kennt, weiß, dass H irgendwo an achter Stelle steht. Ich muss jetzt nochmal nachziehen. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, aber ja, Hexadezimal ist ja, ist okay. Jedenfalls gibt es da tatsächlich vieles über dieses Flugzeug zu berichten. Es gibt auch vieles über die Firma Cessna zu berichten, die es heute so nicht mehr gab, wie sie ursprünglich mal gegründet wurde. Wobei ja einiges von dem, was früher mal war, wieder ist. Ist also ganz witzig, dieses Gewürfelte. Auch das ist ein sehr, sehr interessantes Thema in sich. Das Flugzeug ist toll. Ich bin es ganz, ganz kurz mal geflogen, weil ich bin natürlich überaus neugierig und jetzt kann ich nicht sagen, oh, ich bin es noch nie geflogen. Wobei ich finde, bei so einem Flugzeug ist es schon ja wichtig, so ein bisschen vorab informiert zu sein, auch was das Handling betrifft, weil es ist ja nichts, oder ich sag mal, mir ist es unangenehm, mir ist es peinlich, wenn ich mich da hinsetze und fliege euch was vor und dann krache ich irgendwo aufs Feld runter oder so. Das fände ich weniger schön. Von daher bereite ich mich natürlich auch vor. Es ist ein besonderes Flugzeug und das wollte ich mal nicht so in 5 Minuten abtun. Deshalb jetzt auch meine Vorankündigung im Prinzip, dass es das Video gibt. Das wird auch kommen. Darauf freue ich mich. Aber wie gesagt, ich trage Informationen zusammen. Ich übe mit dem Flugzeug zu fliegen. Das ganze Handling, das ist ja nicht in 5 Minuten getan. Und dergestalt, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr eure Meinungen abgegeben habt, dass ihr mir in den Kommentaren gesagt habt, was ihr davon haltet, was ihr gerne hättet. Und vielleicht bin ich einfach ganz böse und mache irgendwann dann doch den direkten Vergleich von den beiden Diamond Aircraft Modellen. Vielen Dank auch an den User, der mir geschrieben hat. Sag schon, dass es Diamond Aircraft heißt. Der Witz ist, dass ich das 2 Minuten vorher gesagt habe und plötzlich ist es nicht mehr in meinem Kopf drin. Aber ihr werdet euch auch an mich gewöhnen, an meine großen Schwächen. Davon habe ich so hier welche, dort welche, da welche. Und wahrscheinlich habe ich dann auch die eine oder andere Stärke. Ja, wie gesagt, erzählen werde ich über das Modell dann morgen, gegebenenfalls am Mittwoch. Das weiß ich so genau noch nicht. Aber immerhin habt ihr ja einen Grund, euch dann darauf zu freuen. Ob heute noch irgendwie ein kleines Flugvideo kommt, weiß ich nicht, weil ich habe tatsächlich immer noch Schwierigkeiten mit dem Internet. Mein Modem ist defekt und es wurde mir versprochen, Anfang der Woche. Gut, jetzt wollen wir ja mal nicht so sein. Anfang der Woche kann immer noch Dienstag sein, wobei Mittwoch eigentlich dann schon Mitte der Woche ist. Deshalb heißt dieser Tag ja so. Also ich bin gespannt, ob morgen das Modem eintrudelt. Ich habe heute nicht brav zu Hause gesessen, sondern ich war auch unterwegs gewesen. Muss halt so sein. Und ich habe gedacht, naja gut, okay, wenn es ganz schlimm kommt und der Typ war da mit dem Modem, dann hast du halt einen Zettel im Briefkasten, ich kann mir das dann morgen irgendwo abholen. Auch leider war das nicht gewesen. Aber ich schwöre, Vodafone, ich hoffe, da hört einer zu von Vodafone, ich werde euch morgen Mittag auf den Keks gehen, wo denn das blöde Modem ist, weil ich würde ganz gerne wieder ungeniert und ungehindert frei zugänglich ins Internet kommen und auch da meinen Download und Upload haben, weil das war auch der Spaß heute Morgen, dieses Runterladen. Es hat ewig, ewig lange gedauert. Kennt ihr diese Sanduhren? Und wenn dann dieser Sand so körnerweise runterrieselt, dann dauert es ja auch ewig. Und ich glaube, heute Morgen hat das Modem diese Körner auch noch geviertelt oder halbiert. Keine Ahnung. Jedenfalls ist es echt richtig, richtig, richtig langsam gegangen. Und ich glaube nicht, dass heute Morgen, weiß was ich, 1 Milliarde Menschen genau dieses Modell vielleicht runtergeladen haben bei wo auch immer das herkommt. Jedenfalls, wie gesagt, ich freue mich auf die Cessna SkyMaster 2. Wie gesagt, es gibt einiges darüber zu berichten, es gibt einiges zu sehen, das Flugzeug fliegt fantastisch, ich war sehr überrascht. Interessantes Soundmodul, Modell im Prinzip auch. Ja, ihr dürft gespannt, ihr dürft neugierig sein, was da so kommen wird. Ich muss mir natürlich noch überlegen, wo wir gemeinsam dann auch fliegen werden. Das Flugzeug ist so schön, ich weiß nicht, ob ich das dann immer wieder bei mir zu Hause so vor der Tür
in Kirchheim machen werde. Das finde ich sehr langweilig. Wahrscheinlich irgendwie Amerika, vielleicht sogar das Herkunftsland oder sogar da, wo es gebaut wurde, dass man da guckt, wo es halt hergestellt wurde. Wie gesagt, da muss ich mal gucken. Das sind alles Dinge, die wollen vorbereitet und werden, mussten vorbereitet sein. Ich versuche da ein bisschen ordentlich und nicht so schlampig naiv an die Sache heranzugehen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen, ja, also natürlich der Start in die Woche hat ja schon begonnen. Ich hoffe, das war soweit angenehm für euch. Und ich freue mich darauf, mit euch zusammen dieses hier zu machen. Bis dahin, bleibt bitte gesund. Teilt meine gute Laune mit anderen Menschen, wenn ihr könnt. Und ja, ich hoffe, dass ihr natürlich auch angesteckt seid durch meine gute Laune. Und wie gesagt, wir sehen uns, wir hören uns. Bis dahin, ade, euer Flieger Michael.